Hallo, in diesem Video erzähle ich euch etwas über die beiden Sammelarten Sammeln und Zusammentragen und wie wir damit ausschießen können. Und zwar, wir bleiben bei unserem Druckprodukt vom Falzmuster her immer noch ein Dreibruch-Kreuzfalz. Das heißt, ich habe den Bogen hier schon mal vorbereitet. Wie ihr seht, es gibt jetzt hier wieder einen 16-Seiter, 8 Seiten auf der einen und 8 Seiten auf der anderen Seite. Nochmal vom Falzen her, der erste Kreuzbruch, der zweite Kreuzbruch und der dritte Kreuzbruch. So, wir haben also jetzt hier, wie ihr gesehen habt, einen 16-Seiter, der für viele Druckprodukte schon okay ist. Allerdings, was machen wir, wenn wir mehr als 16 Seiten haben? Zum Beispiel das Doppelte, nämlich 32 Seiten. Die Abhilfe würde an dieser Stelle jetzt ein zweiter 16-seitiger Bogen schaffen. Das heißt, auch hier wieder zum Zeigen nochmal, das Ganze auch wieder dreifach gefalzt. Ja, jetzt ist die Frage, wie bringe ich die beiden jetzt oder diese beiden Halbprodukte hier dann zusammen? Ja, die eine Möglichkeit ist, ich verwende den einen Bogen jetzt hier, jetzt vielleicht so ein bisschen die Eselsbrücke dazu als Sammelmappe und lege den zweiten Bogen jetzt hier hinein. Ich zeige es nochmal von der Darstellung jetzt hier. So, das heißt, Sammeln heißt, ich stecke die Bogen so ineinander wie in einen Sammelhefter oder in eine Sammelmappe. Jetzt habe ich die beiden gesammelt oder mit der Sammelart Sammeln zusammengetragen und das Ganze würde dann so aussehen. Wir können uns jetzt, das werden wir auch gleich im nächsten Schritt noch machen, unseren Dummy natürlich entweder mit den Seiten beschriften. Aber wir schauen uns jetzt erstmal an. Die zweite Art, etwas zu sammeln, wäre das Zusammentragen. Das heißt, in diesem Fall würde ich meine beiden Halbprodukte jetzt hier nehmen und lege sie so aneinander oder so aufeinander. Das heißt, ich habe sie jetzt aufeinander gelegt und trage jetzt mit dem einen den anderen fort. Also wie die Wasserkästen, die ich jetzt übereinander staple oder irgendwelche Kisten, die ich übereinander staple und dann zusammen wegtrage. Also das wäre die Art Zusammentragen. Das andere war hier Sammeln. Eben hat man es so rum gehabt. Ja, jetzt schauen wir uns mal an. Wir bleiben jetzt dabei. Das heißt, wenn ich die beiden jetzt hier gesammelt ineinander stecke, dann habe ich einen sogenannten, oder dann habe ich ein 32-seitiges Druckprodukt im Sammelhefter. Auch das kann man sich vielleicht noch gerade merken. Fallen die gefalzten Bogen ja schon bereits auf das Förderband hier mit drauf, geraten hier an den Anschlag, damit sie gerade ausgerichtet sind. Das nächste Produkt fällt drauf und schlägt auch hier an und dann erfolgt die Drahtheftung hier von außen an beiden Stellen und ich habe das Produkt entsprechend dann soweit schon mal fertig, dass es zum Beispiel nur noch im Drei-Seiten-Schneider von drei Seiten jetzt hier beschnitten werden muss. Beim Sammeln, beim Zusammentragen natürlich halt dann, ja, kann ich diese Bindeart jetzt nicht verwenden. Hier kann ich jetzt gerade keine Klammer vernünftig setzen, sondern hier muss jetzt eine Klebung beispielsweise erfolgen. So, wir bleiben aber jetzt bei unserem 32-seitigen Produkt. Das Ganze gesammelt und wir gucken uns mal unseren Dummy an. Dazu beschriften wir uns jetzt einmal die Seiten. Ich habe die schon mal hier an der Seite geöffnet, damit ich es einfacher habe. Und wir machen die 32 Seiten jetzt gerade mal ganz schnell durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, jetzt haben wir unseren 32-Seiter einmal ordentlich durchnummeriert. Und wenn ihr schon mal schaut hier, wir haben jetzt quasi vier, ich nenne sie jetzt mal einfach Abteilungen oder vier Bogen. 1, 2, 3 und 4. Und wir schauen nochmal, also auf der Seite 1, der erste Bogen, die erste Abteilung geht von 1 bis 8, die zweite von 9 bis 16, die dritte von 17 bis 24 und die vierte von 25 bis 32. So, das können wir jetzt natürlich nehmen oder unseren Dummy jetzt natürlich nehmen und übertragen die Seiten dann auf unseren Einteilungsbogen. Es geht aber auch natürlich mal wieder rechnerisch sehr schön und zwar,
Und das schauen wir uns mal an, vor allem, weil es dann zum Beispiel in den Zwischen- oder Abschlussprüfungen, wenn das Thema Ausschießen drankommt, dann meistens dann gefragt wird, wie lautet die erste Seite auf dem dritten Bogen in der zweiten Hälfte oder so irgendwas, keine Ahnung. Und das schauen wir uns mal an, wie das jetzt rein rechnerisch funktioniert. Und zwar, ich schreibe mir meine Seiten mal hin. Seite 1, Seite 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Wir haben ja 8 Seiten auf der Schöndruckseite. Wir schreiben weiter und zwar entsprechend der Reihenfolge 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und 16. Und schreibe ich mal dazwischen. So, Seite 16. Wir schreiben weiter. Die Seite 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, springen jetzt dahin, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 und 32. Jetzt haben wir unseren 32-Seite rein rechnerisch jetzt nochmal vor uns liegen. Wir schauen uns das Ganze an. Das ist die Zeile hier, unser erster Bogen. Und die zweite Zeile hier ist unser zweiter Bogen. Jeweils mit der ersten Hälfte und mit der zweiten Hälfte. Und auch hier, das überprüfen wir jetzt einfach nochmal, auf dem ersten Bogen oder auf der ersten Abteilung, wie ihr das nennen wollt, ja, befinden sich jetzt die Seiten von 1 bis 8. Wir schlagen auf. Da haben wir die 8. So, dann geht es weiter auf dem zweiten Bogen. Der erste Bogen, der umschließt das Ganze ja. Wir haben ja zum Sammeln hier das Ganze gesammelt. Das heißt also, der bildet jetzt quasi meine Sammelmappe. Das heißt, es geht nach der Seite 8 jetzt mit dem zweiten Bogen weiter. Und tatsächlich auf dem zweiten Bogen, auf der ersten Hälfte, diese Abteilung hier, das ist die erste Hälfte, das ist die zweite Hälfte, geht es mit der Seite 9 weiter. Und geht bis zur Seite 16. Es geht mit der zweiten Hälfte des zweiten Bogens weiter. Das ist die Seite 17 bis zur Seite 24. Und wir springen jetzt hierhin auf die Seite 25. Das ist jetzt die zweite Hälfte meines, in dem Fall noch ersten Bogens und endet bei der Seite 32. Das heißt also auch rechnerisch oder gerade ganz schnell zeichnerisch kann ich jetzt meinen Bogen ausschießen und könnte dann jetzt in der Prüfungssituation ganz schnell beantworten, welche Seiten auf welchem Bogen bzw. auf welcher Hälfte liegen. Dass das Ganze auch mit mehr als 32 Seiten funktioniert, das sehen wir nochmal hier. Ich habe jetzt hier einmal einen 128 Seiten ausgeschossen und wir zählen mal die Zeilen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir haben also jetzt 8 Druckformen, 8 Druckbögen, Entschuldigung, A16 Seiten und jetzt ist halt wirklich die Frage halt, okay, wie ist das Ganze beim Sammeln dann angelegt und wir sehen halt auch jetzt hier wieder, ich bin jetzt immer auf die ersten 8 Seiten, das ist also die Schöndruckseite halt und auf der Wiederdruckseite finde ich jetzt halt die Seiten 121 bis 128. Ja, man schafft das bestimmt noch im Kopf jetzt von den 128 dann noch zurückzugehen, aber ab dann wird es irgendwann natürlich unübersichtlich. Aber so ist das eine ganz tolle Geschichte, sich das aufzuschreiben. Es geht halt ganz schnell. Ich gehe hier quasi immer in Schlangenlinien weiter und gehe quasi bis dann zur Hälfte, mache den Übertrag dann und gehe dann auf der zweiten Hälfte dann hier entsprechend, so wie ich hier angekommen bin, weiter und gehe auch jetzt wieder in Schlangenlinien hier hoch. So rum geht das Ganze dann entsprechend weiter. 96, 97, 104, dann geht es wieder hier vorne weiter, 105, springe von hier nach hier, quasi immer im Zickzack geht das Ganze entsprechend hoch. Und jetzt kann ich auch dann zum Beispiel die Frage beantworten, welche Seite liegt als erstes auf dem sechsten, auf der zweiten Hälfte des sechsten Bogens? Das heißt, hier wieder habe ich die erste Hälfte und hier die zweite Hälfte. Und mein Bogen 6 ist dieser hier und damit wäre das zum Beispiel die Seite 81.